So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Forza Horizon The Dry. Nach dem letzten Scheuen von der letzten Folge sind wir jetzt wieder unterwegs, einen neuen Driver da uns zu krallen. Er ist ein bisschen am Arsch der Welt. Außerdem werden wir jetzt einfach mal ein bisschen Highway wieder geböllern mit unserem wunderschönen Liberty Walk Aventador. Ich würde sagen, wir lassen ein bisschen fliegen, treten mal schön aus Gaspedal durch. Theoretisch könnten wir dem auch nochmal einen Twin Turbo geben. Da hätte ich echt mal Bock drauf, die Karre noch ein bisschen mehr Leistung zu geben. Aber im Moment fährt er sich halt deswegen ganz angenehm, weil er halt mit der Leistung, die er hat, auch umgehen kann, weil der Wagen damit konzipiert worden ist. Das merkst du ja. Lamborghini hat sich aber vielleicht gedacht. Die dachte sich, nee, jetzt bald haben wir da kein Twin Turbo mehr draußen, fährt der Wagen nur noch geradeaus. Von daher ist es an sich gar nicht mal so dumm gewesen von den netten Herren. Aber wir machen gerne Dummheiten, von daher. Oh Gott, das war so klar. Okay, den Pagani habe ich komplett aus der Welt geschossen anscheinend, weil der hat sich gerade einfach entschieden. Ja, gut, wenn er mir hinten reinfährt, dann kann ich das Ding auch jetzt offroad ballern, da geht eh nicht mehr viel kaputt. Hat er allerdings auch recht. Wow. Bisschen das Grünholz umhauen. Oh, da war ein Blitzer. Hab ich direkt 3 Sterne bekommen? War nicht schnell, leider. Verdammt, ich hatte nicht 300 drauf, das war die Sache. Aber wir haben wieder ein paar Fans gesammelt. Nein. Jetzt nicht zur Löffelliste. Schnauze, Anna. Wir suchen einen neuen Fahrer. Der Boss muss anheuern. Nix neu berechnen. Bin nur ein bisschen vom Kurs abgekommen. Alles gut. Aha. So. Oh, wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Mal gucken. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch freischalten würde, hat mich nämlich der Way darauf hingewiesen, weil das für die Multiplayer-Specials dann ganz sinnvoll wäre, ist nämlich hier, Schnellreise an jeden Ort, kostet aber 15 Punkte, wir müssen erstmal hier was von freischalten. Heißt, ich werde mich jetzt hier mal drauf fixieren, dass ich eines dieser Dinger jetzt nehme, wenn ich da mal Punkte für habe, weil dann schalte ich die hier frei und dann kann ich mich um das hier kümmern. Genau, weil das ist das Nächste, was wir uns dann auf jeden Fall machen. Obwohl, wir könnten auch bei Fähigkeiten investieren, um vielleicht schneller was anderes freizuschalten, wäre auch eine Idee. Mehr Fähigkeitenlieder wären eigentlich super eigentlich, ne? Das würde eigentlich theoretisch... Ne, wisst ihr was, wir sparen mal auf Fähigkeitenlieder und danach können wir den Rest machen, weil dadurch können wir sehr, sehr gut Boost sammeln. Mit Fähigkeitenliedern sammeln wir sehr, sehr gut Punkte. Also wird sich das an sich eigentlich lohnen, weg da, dass wir da mal drauf gehen. Werde ich, denke ich, dann auch mal machen. Rechts abbiegen. So. In 100 Metern scharf links. Ja, ihr merkt, ich fahre mal nicht auf Rot. Das wundert mich selber. Aber den Aventador möchte ich dann doch gerne ein bisschen weniger bis grün ballern, weil ich in den letzten Folgen herausgefunden habe, dass der Wagen sich echt gerne vergräbt vorne. Und dann keinen Bock hat, weiterzufahren. Der hat aber auch Bremsen, ey. Okay, schön. Nehmen, danke. 26 von 100. Ich werde auch nur ein bisschen auf bestimmten Anzahl die selber suchen. Wenn wir irgendwie so 3/4 oder sowas haben, werde ich dann irgendwann mal eine Karte bei Rate ziehen. Weil die werden teilweise sicher mega asozial versteckt sein und dann werden wir allein 300 Folgen damit verbringen, nur Schilder zu suchen. Klingt nicht wirklich spannend. Nein, ist es auch nicht. Und deswegen, also großer werden wir so suchen und bei den letzten, dann werde ich mir jetzt nicht die Mühe machen, ganz Australien nochmal abzuböllern. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Also meinst du gerade ausfahren? Gut, dachte ich mir. So. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ich finde die Musik gerade so leise, also die nicht dieselbe Lautstärke, wie ich es gerne hätte. Ist die überhaupt an? Ach, schön, ist die Musik überhaupt an oder ist sie aus? Ne, die Musik ist nicht an. Hallo. Spiel. Mach die Musik an, die ich eingestellt habe. Was soll das denn? Gibt es irgendeine Taste, wo ich Musik ein Lied überspringen kann, wenn das nicht funktioniert? Radiosender suchen. Warte, ich wechsle einfach mal kurz den Radiosender testweise. Gucken wir mal, ob das hilft. Ah, jetzt geht's. Sehr gut. Einfach mal wechseln. Das hilft auch. Gut. Und ein bisschen leiser machen, weil sonst habe ich gleich echt Probleme mit gewissen Herren auf YouTube. Deswegen gehen wir mal auf eine 6 runter. Ja, ihr habt mich schon mitbekommen. Ich wollte es die ganze Zeit einfach nicht nebenher mal wählen. Ich habe es einfach mal so nebenher laufen lassen. Ich nehme jetzt gerade mal Groove Music. Und ich dachte mir so, Breitbauten, Tuning. Ich habe mal gehört, wir holen mal ein bisschen Underground 1 Flair oder Underground 2 Flair auch ins Spiel rein. Bitches. Underground hat aber weniger Bäume, um ehrlich zu sein. Da kann man weniger an Bäumen hängen bleiben. Aber an Häuserecken. Also an Häuserecken und Gegenverkehr. Underground 1, 7 Rundenrennen und Gegenverkehr. Ach, das ist schön.
die letzten Kurve noch das Rennen versemmeln. Ach, das war noch eine Viertelstunde, 20 Minuten fahren, echt ein Traum. So, hey, dann nutzt du das Goofy Music Feature nämlich. Das ist eigentlich relativ einfach. Du rufst einfach OneDrive online aus, auf, also in der Website, beim PC funktioniert es bei mir zum Beispiel nicht. Und lädst dann deine Musik in den Musikordner hoch und erstellst dann per der Goofy Music App am Rechner, also am PC musst du es machen, da erstellst du einfach eine Wiedergabeliste, packst die wieder rein, die du hören willst, und die Wiedergabeliste kannst du dann, wie ich hier gerade beim Audio gesehen habe, oben dann einfach auswählen. Und ihr könnt dann wunderschöne Musik haben. Ich habe auch schon noch zwei andere Wiedergabelisten, aber die hören wir dann die nächsten Male. Ja, geile Musik bei Forte Rising Security. Wenn die normale Gamer mich schon nicht kann, im Moment kann ich auch solche Musik reinballern, weil ich quatsch genug drüber und der Lamborghini ist laut genug. Der 69er Daytona Charger ist zur Abholung bereit. Warte nur, bis du die Geschichte dahinter hörst. Werden wir machen. Nebenbei, der Ford Falcon ist auch frei. Der wurde in der Zwischenzeit, wo ich mal kurz die Aufnahme nicht anhatte, frei, fertig gemacht. Den werden wir uns natürlich auch gleich abholen. Also wir werden gleich zwei schöne restauratierte Autos. Die habe ich gerade aus dem Konzept gebracht, die Assis. Zwei schöne restaurierte Autos abholen, ja. Jetzt habe ich den Punkt so beschissen gesetzt. Komm, geh weg. So. So, irgendwo muss der nette Fahrer hier sein. Dann suchen wir ihn nochmal. Hallöchen. Würde ich sie gerne meiner Crew hinzuspielen. Wie wäre das? Wenn sie sich gut anstellen, vorher ist sogar jemand anderes dafür. Lean back. So, wo bist du denn, Kollege? Du bist nicht, Hallöchen. Knudi Wut, der Name ist halt echt knallhart. Also nichts gegen dich. Du bist ja bei mir höchstens sogar in der Crew, also im Club. Von daher alles cool. Ah, da bist du doch. Schön, dass du mir entgegenkommst. Ach, gut, dass ich dir ein Auto entgegengeworfen habe. Haha. Hallo? Jetzt aber. Ist sogar Credit-Fahrer, oder habe ich mich vertan? Kriegst du sogar noch extra Credits durch die Kollegen? Ja. Nee, nur Driver-Fahrer. Ich hab auch schon gedacht, ey. Moin. Wuhi. Avatador gegen Avatador mal wieder. So, das finde ich hier nämlich so wunderschön. Die Vorgänge sind hier zerstörbar. Ich betone nochmal, dass die Assis in Server Paradise vielleicht auch mal sowas nutzen könnten und scheiß Betonwände da wegknallen. Ja? Kann man sich darüber aufregen, finde ich. In 400 Metern haben sie ihr Ziel erreicht. Bursche, manchmal liegt der Lieder nicht. Das buggt doch so ein bisschen Wonder. Genau das hier, der Martin hat schon so Synchronisationshänger, weil er das eben aus der Cloud lädt. Und ja, das hängt ein bisschen. Da hängt er ein bisschen nach manchmal. Also er lädt nicht wirklich immer die Lieder durch, denn ich habe da nicht gerade gehört, so eine kleine Pause. Der hat es den Nachteil, dass es gestreamt wird und nicht wie die anderen Lieder auf der Blu-ray mit drauf sind. Das ist ein bisschen ungünstig. So, Level 40 bist du. Okay, du bringst mehr Fans, bringst mehr EP, aber weniger Credits. Ja, müssen wir mal gucken. Hans bringt 2,1 Millionen, 756.000. Also an sich müsste eigentlich der Black Project wieder weg. Theoretisch. Obwohl, Fans bringt der deutlich mehr. Hans bringt mir zwar mehr EP, aber viel, viel weniger Fans an sich. Deswegen, eigentlich wird es sich lohnen, nicht nur die Woody einzustellen. Das reicht, weil wir dann zwei Leute von der LPN, vom LPN-Club hier drin haben. Credit tun sie sich nicht viel, bei Hans auch weniger. Also von daher, im Gesamtbild steht Hans leider etwas schlechter. Tut mir leid, Hans, aber es ist hier, ne, man muss ja wirtschaftlich denken. Und ich als großer Clubbesitzer, ne, muss dich dann leider rausschmeißen. Kannst du ein bisschen dran arbeiten, ne? Vielleicht kriegst du ja noch mal eine Chance. Jetzt haben wir hier zwei von der LPN-Crew drin. Sehr cool. So. Dann schauen wir mal. Haben wir überhaupt das in der Nähe vielleicht, was wir fahren könnten? Wir könnten theoretisch ein Straßenrennen fahren, theoretisch. Nur fucken mich die ein bisschen ab. Von daher, das ist ein EP-Schild. Das nehmen wir jetzt erstmal mit. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Das will ich jetzt haben. Das holen wir uns erstmal kurz. Das müssen wir auf jeden Fall haben. Und brauchen ein Straßenrennen, um ein weiteres Kopf im Kopf und um weitere Straßenrennen freizuschalten. So. In 400 Metern links abbiegen. Das Geile ist, wir haben wie EA Music auch. Ihr seht sogar, welche Lieder gerade gespielt werden, dank Goofy Music Links. Das ist voll geil. Das Feature an sich funktioniert super. Wie gesagt, es hängt ein bisschen hier und da noch, aber ich denke mal, das wird noch über die kommende Zeit sich ein wenig bessern. Ist noch ein bisschen, ach, natürlich ist es in der Brücke ein bisschen Server-Problemchen. So, wo ist denn das wunderschöne Schild? Komm mal her hier. Aber so ein bisschen Underground-Flair. Wie gesagt, ich finde, das passt mega gut rein. Das ist halt so eine Musik, das ist halt wirklich so eine typische Rennspielmusik. Die passt einfach super geil, wenn du rumcruist und zu so Open World Racer passt die halt einfach 1A. Und wenn man dann noch tunen kann, ist das natürlich noch viel, viel geiler. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Habe ich hier irgendwas in der Nähe, was ich sonst fahren könnte? Da oben kann ich eine Löffelliste erstellen. Da habe ich noch ein Straßenrennen. Das ist hier unten echt gar nichts, ne?
Das ist hier unten echt überhaupt nichts. Das ist natürlich toll. Okay, wir brauchen 64.000 Fenster. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal wieder auf dem Weg oben ins Outback, weil da ist das meiste, was wir machen können. Hier hätten wir noch einen USPS-Stand. Theoretisch, den will ich fahren. Den PR-Stand will ich fahren, weil der ist am Flugfeld. Und ein PR-Stand an dem Flugfeld kann eigentlich nur geil sein. Deswegen geben wir mal Stoff, lassen den aber mal verlegen und ab geht's. Also auch wirklich liegen, weil wir fahren ans Flugfeld. Versteht ihr? Das ist ein Flugzeugwitz. Er ist voll abgehoben. Okay, jetzt halte ich schon die Fresse. Das ist jetzt nicht mehr lustig. Das ist nicht mehr lustig, ist traurig, ich weiß. Entweder dürfen wir, ist da ein Blitzer, obwohl er am Ende der Landebahn ein bisschen geisteskrank platziert wäre. Oder da ist hier eine Löffelliste. Alles weg, geil. Ich würde da gerne irgendwas einfach über die. Ich würde einfach irgendwas gerne über den Flugplatz ballern. Ist mir egal, was. Also, solange es kein. Keine Ahnung. Ja, cool, dass ihr beide euch spontan entscheidet, mal komplett die Eisen zu knallen. Eine schöne Strecke hier zum Ballern, ey. Der liegt aber auch gut, der Aventador, ne? Der echte Straßenlage, die ist ein Traum. Die ist ein Träumchen, wow. Wow, Betonmauer. Gut, noch rumgekommen, sehr gut. Immer schön EP sammeln. Wir fahren ja, deswegen fahre ich auch so viel rum, weil die freie Fahrt mir natürlich EP bringt, dann wenn die 25% Boost. Und wir brauchen Punkte. Na? Von daher, Attacke. Je mehr wir fahren, umso besser. Liegt so gut. Ey, Problem ist nur, sobald es zum Bremsen kommt, dann hast du halt echt ein Problem. Aber Straßenlage, da kann man nicht meckern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Gut, dass da irgendein fester Baum dazwischen sein musste, war so klar. Kurve war aber auch zu spitz, als dass man so Vollgas hätte anfangen können. In 400 Metern rechts abbiegen. Gut, wir nehmen die Handbremse. Power Slide? Okay. Wuhi! So muss das sein. So ist das hübsch. Stimmt. Und wir, okay, wir machen den PR-Stand und dann fahren wir rüber zum Festivalgebiet, weil wir wollen die beiden restaurierten Autos hier abholen. Mein Gott, wie schnell ich sowas vergesse. Bin von allen so Driver-Tar mega schnell abgelenkt worden. Okay, wir machen jetzt den PR-Stand und dann fahren wir mal kurz zum Festivalgebiet rüber, um mal kurz die beiden restaurierten Autos abzuholen und Warren davon zu befreien, dass er sich wunderschön freuen kann. Weil jetzt muss er das alles unterdrücken und so lange zurückhalten. Der arme Mensch, der arme Mann, das geht ja nicht. Ich hab schon wieder abrupt abgebremst. Eigentlich hole ich den aus euren Autos raus. Lauf mit der Scheiße, Mann. Wow. Links abbiegen. So. Man kriegt natürlich, warum fährt denn der heute so viele Straßen und ballert nicht mal komplett über den Acker wie er sonst, mein Pilot? Das mache ich einfach aus dem Grund, dass ich noch einige Straßen nicht gedeckt habe. Ihr beiden, ich hole euch gleich aus dem Auto raus, was soll die Kacke denn? Mann, ey. Einfach, weil wir noch einige Straßen entdecken müssen und das ist ganz gut, um das mal zu nutzen. Vorne haben wir einen Tempenfahrer, den Creditfahrer. Tempen ist ja gerade vorbeigefahren, der Laloy. Upsa. Ah, Gott. Gut, nichts passiert. Du schon wieder. Ach komm, scheiß drauf, komm. Wir brauchen noch eins, um das Straßenrennen zu freizuschalten. Du bringst mir noch gut Knete, also von daher. Ball einfach mal ein bisschen. Ja, und ich werde jetzt abkürzen, weil, ja. Ist ein Rennen. In 400 Metern links. Außerdem ist die Richtung sowieso richtig. Route wird neu berechnet. Bam. So, da haben wir das schon. Gibt gut Credits. Und wir dürfen, wie gesagt, natürlich jetzt auch neue Straßenrennen freigeschaltet haben. Ich wusste doch, dass es um Straßenrennen geht. Du hast noch eine Einladung gekriegt. Ich verpfeif dich nur unter einer Bedingung nicht. Darf ich mitkommen und mir alles ansehen? Natürlich, Warren. Warren ist mein Best Buddy. Warren dürfte überall mit. Was ist denn das Scheißrennen? Ach, doch, ja, natürlich ist jetzt falsch rum. Jetzt spielt das Lied wieder nicht ab. Laden wir mal neu. Das hilft manchmal einfach kurz zu klären, das neue Laden. Wie gesagt, das ist so ein kleines Synchronisierungsproblem. Das ist noch nicht so ganz alles 1A. Aber nebenbei, weil ihr euch hier fragt, ja, aber dieses Good Music kostet doch Geld. Ja, dieses Streaming-Abo kostet Geld. Also dieses, wenn ihr die Musik streamen wollt. Wie bei Spotify und sowas, das, was das Spiel euch ja auch anbietet. Diese Good Music Wiedergabe-Playlist, die kostet Geld. Das normale Stream eurer Musik kostet keinen Cent. Weil Good Music ist einfach ganz normal auf eurem Rechner schon vorinstalliert. Und das kostet kein Geld. Es kostet nur eben dieses Streaming von Musik, von deren Musik kostet Geld. Von daher, ihr braucht dieses Abo nicht abschließen, ihr könnt auch so
Autos synchronisieren. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Autos synchronisieren, spektiert. Musik synchronisieren. Also ihr braucht dafür keinen Cent hier legen. Dieses eigene Musik hören im Spiel ist komplett kostenlos. Also deswegen keine Sorge, ihr müsst nicht Geld dafür ausgeben. Wie gesagt, wenn ihr eure Musik hören wollt, das ist nur, wenn ihr deren Streaming-Dienst nutzen wollt. So, deswegen braucht ihr kein Abo abschließen, kostet kein Geld und ihr könnt trotzdem eure eigene Musik hören. So, Löffelliste. Da haben sie ein schönes Auto bereitgestellt, um das Ding über den Flugplatz zu böllern. Cool bleiben. Erreichen Sie im Hennessy Venom 402 km/h. Wir waren schon schneller, von daher kein Problem. Problem ist, das Ding ist ein bisschen brachialer als ein Regera. Okay, einfach nur beim Flugplatz ballern. Yes! Oh, das ist die perfekte Challenge. Einfach das Ding über den Flugplatz holzen. Uah. Erstmal Grip finden. Hallo! Die Musik ist gerade perfekt dafür. Komm, zieh. Ach, kriegen wir locker hin. Ja, das wird eng. Ja, kriegen wir hin. Sehr gut. Klassikmusik war jetzt 1A. Ey, wir stellen 1004 PS Auto hin. Lass mal ein bisschen Klassik einspielen. Das wirkt richtig. Wir haben bald das neue Schaurennen. Wupp, wupp. Sehr cool. Jo, jetzt haben wir ein bisschen was. Jetzt, wie gesagt, jetzt fahren wir mal kurz zum Festivalgebiet zurück. Ich will mal kurz zu meinen restaurierten Autos holen. Wow, und tut mir nämlich schon leid. Wie gesagt, der muss ja seine ganze Freude jetzt unterdrücken, der arme Mann. Und das ist mein liebster Charakter, weil Keo ist so ein bisschen nervig und er ist halt so. Ja, vom Charakter her wie ich. Nervig, kindisch, aber irgendwie auch gut. Deswegen baller jetzt mal kurz wunderschön zum Festivalgebiet mal rüber und hol mal kurz die beiden restaurierten Fahrzeuge ab. In 400 Metern rechts abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. So, wir ballern jetzt mal wieder kurz ein bisschen im Acker. Bin mal gespannt, ob der Ford Falcon so aussieht, wie er da stand, oder ob er dem komplett wieder auf Original zurückgerollt hat. Halleluja, was ein Ruckler. Da bin ich jetzt mal interessiert dran. So, Eingang ist hier drüben, diesmal merke ich mir das auch. So. Und wir haben 9 Fähigkeitenpunkte. Nice. Wir haben aber immer noch einen, ne? Ne, 2 haben wir jetzt. Perfekt. Wir machen einen Fortschritt. Sehr gut. So, dann gehen wir mal rein und holen mal die beiden Schmuckstücke ab. Dann haben wir den Ford Falcon sowie den Dodge Charger Daytona. Beides sehr, sehr geile Autos. Ich werde aber, glaube ich, den Ford Falcon mal erfahren. Beziehungsweise den, glaube ich, auch mal umbauen, weil der hat, glaube ich, auch eben dieses blauer Kit, wenn ich mich nicht irre. Aber wir holen trotzdem mal beide ab. So, Nummer 1. Ich habe mich ein wenig umgehört. Sieht so aus, als hätte ein Typ den importiert, um bei der australischen Tourenwagenmeisterschaft mitzufahren. Ist nie fertig geworden, aber hat ihn zumindest davor bewahrt, sein Leben als Brummkreisel im NASCAR-Ring zu fristen. Wow, Hate gegen die NASCAR. Da legt sich aber jemand mit der richtigen Community an. Mit den vielen Pferdchen wirst du der Held im Ödland. Ich habe die Horizon-Leute gefragt, ob ich Stacheln und Armbrüste und einen Flammenwerfer anbauen darf, aber keine Chance. Was? Wieso nicht? Ich bin doch der Chef des Festivals. Klar darfst du das. Los, Flammenwerfer an den Ford Falcon. Ich will den Ford Falcon mit Flammenwerfern. Auf jeden Fall fahren wir jetzt den Ford Falcon. Der ist leider natürlich zurückgerüstet worden, aber das heißt, hält uns nicht davon ab, die Karre wieder hochzurüsten. So, machen wir ein schönes Massaker daraus. Ein richtig australisches. Groß Krawall rein. Den bauen wir jetzt richtig auf. Der kriegt jetzt richtig Dampf unter den Hütten. Das wird so unser Dodge Charger 2.0. Der sieht das auch ein bisschen aus wie ein Ford Mustang, muss man mal leider sagen. Also er hat nicht so wirklich eigenständige Optik. Aber er hat ein blauer Kit, wenn ich mich nicht irre, ne? Wow. Okay, eins, was wir schon mal machen, ist die Lippe davon ab, weil ich will kein Ziegenbettchen. Aber sonst, ja, pack drauf. Gib ihm. Richtig Leistungsmotor rein. Guten V8-Motor haben wir jetzt einen großen. Kompressor geladen. Jetzt macht er aber her. So, aber wie gesagt, die Lippe vorne kommt ab, weil die finde ich kacke hässlich. Was soll die Scheiße da vorne werden? Das ist doch... Nee. Ohne ist auch komisch. Aber mit ist auch komisch. Ich mach weg. Mit ist doof. Ohne ist doof. Nee, lass mal auch weg. Passt. Ja, passt doch. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal kurz. Vielleicht andere Felgen. Aber die sind ja eigentlich schon dafür prädestiniert, muss man mal ganz klar sagen. Jetzt habe ich die Originalen wieder drauf geböllert. Das war nicht das Ziel, aber trotzdem sind die dafür prädestiniert eigentlich. Mal kurz ein bisschen durch. Was wir denn da so draufballern könnten. Ja, theoretisch sind die eigentlich schon Pflicht. Hat das Spiel ja schon recht. Oder die?
Ja, ich will die hier drauf haben, die packen wir drauf. Bisschen größer, dann sehen die geil aus. 15, hinten vielleicht noch zwei größer. 16, genau, machen wir hinten ein bisschen größer die Kiste. Perfekto. So, jetzt suchen wir noch ein schönes Design raus und legen die Karre vorne, wenn es geht, noch ein bisschen noch vorne tiefer. Wie gesagt, der wird nicht für Rennen geeignet sein. Wir werden die Karre jetzt nicht dafür ausbauen, dass der Perpermann gut auf Rennen funktioniert. Das ist mir total Wayne. Der muss nur fahren. Das ist der einzige Sinn dahinter. So, oh Gott. Ja, vorne ist er schon komplett tief. Aber da können wir hinten noch höher legen. So, dann machen wir es jetzt komplett aggressiv. Und vorne fahren ein bisschen Sturz. Ein bisschen mehr. So. Die Karre nämlich schön auf der Fresse vorne. Und jetzt suchen wir mal nach einem wunderschönen Design für die Kiste. Der muss natürlich, ja, der muss natürlich auch mit seiner Leistung, Leistung muss er natürlich auch optisch zeigen. Ja, der muss zeigen, ich hab Bums. Guck mich an, hab Angst. Los, hab Angst. Also können wir das natürlich auch machen. Ja, die Lackierung ist an sich schon irgendwie cool, ne? Der muss eigentlich schon drauf. Obwohl, so verrostet wäre auch geil. Aber wir haben gerade anscheinend vor, das restauriert. Es wäre irgendwie bescheuert, wenn wir die Karre wieder verrosten lassen. Also das wäre irgendwie so sinnlos, sinnbefreit. Was können wir den Schlag von einem machen? Rennen. Ich mach mal Rennen. Guck mal, was wir da so Schönes finden. Weil wie gesagt, ich will ein bisschen, dass die Karre das auch versprüht äußerlich. Ne? Die soll zeigen, ich hab Power. Hab Angst vor mir. Sobald du eine Kurve fährst, komme ich zwar nicht mehr mit, aber solange ich hinter dir bin und wir geradeaus fahren, hab Angst. Genau das soll der Wagen versprühen. Oh, die Folierung finde ich geil. Oder? Ja, die... Oder? Ja, doch, die finde ich geil. Die ist zwar nicht krass auffällig, aber ich finde sie schön clean. Hat was. Die hat was. Die nehmen wir einfach mal. Komm, die ist schick. Die macht was her. Da fahren wir jetzt auf jeden Fall gleich nochmal ein Rennen, weil ich wollte den Ford Raptor ja nochmal fahren. Der muss ja auch nochmal ran. Ne? Der Ford Raptor, den müssen wir ja auch nochmal gefahren haben. So, das Ding dürfte jetzt nur noch geradeaus fahren. Die Musik ist schon mal passend, jetzt hätte ich auch gerne noch Bild. Dankeschön. So hier vor dem Festivalgebiet. Ja, kriegen wir gleich ein schönes Foto hin, ich weiß nicht, wir können es mal ausprobieren. Oder vielleicht eine andere Position haben. Das ist positionstechnisch nicht so optimal, um ein schönes Foto rauszukriegen. Der steht nicht so gut da. Aber jetzt haben wir zu wenig Rauch, ne? Obwohl, nee. Oh. Das ist sexy, das nehmen wir direkt. Das ist, ja, das macht was her. Das ist schön von der Lichtstimmung geil. Von der Lichtstimmung ist das wirklich gut geworden. So, was zeigt man nach da oben? Bam. Optimal. Und teilen das Ganze natürlich auch wie gewohnt. So, und jetzt wie gesagt, fahren wir noch ein kleines Rennen, damit wir natürlich auch noch was Sinnvolles heute gemacht haben. Es ist aber wieder irgendwie keinen Fortschritt gemacht. Ich hänge halt immer an einer Stelle fest. Das ist halt echt übel. Man kommt bei diesem Spiel zu nichts, weil alles einen ablenkt. Alles. Was soll das denn? Schäm dich, Spiel. So. Hier haben wir noch einen PR-Stand. Da könnten wir auch machen. Aber ich wollte eigentlich ein Rennen fahren mal. PR-Stand. Strecke. Dann fahren wir da hin. Fahren wir die Strecke da hinten. Fahren wir noch. Komm. Ups. In 200 Metern rechts abbiegen. Oh, dafür habe ich schon eine andere Playlist, die da besser zu passen würde zu diesem Wagen. Vom Lifestyle her, vom Stil her. Warte. Muss ich auf Einstellungen? So. Gucken, ob es doch läuft. In 200 Metern rechts halten. Na komm, aktualisiere. Rechts halten. Hey, Mami. Gut, die Musik passt natürlich so ganz vom Fahrzeugstil her zu, aber scheiß drauf.
So, komm, wollen wir mal darüber. Ich kann es halt auch nicht gerade. Genau wie der Charger ist hier nur am Schwimmen. Wo ist der EP-Schild? Da. Moinsen. So, hier waren PR-Stand. Nee, war ein Rennen. Also nicht PR-Stand, Rennen kann aber jetzt gar nicht. So, hier drüben haben wir noch ein Rennen. Das werden wir auf jeden Fall mit dem Raptor fahren, weil dafür haben wir ihn ja. Zumindest hoffe ich, dass ich ihn hier fahren darf. So, Fanrennen einmal bitte schön. Und Horizon präsentiert. Die Classic Muscle will ich nicht fahren. Ich will auf jeden Fall. Wie heißt den Raptor eigentlich fahren? Hypercars, wie heißt die Klasse da? Frage ist, wie die Klasse heißt. Extreme Offroad dürfte es sein, oder? Ja, Offroad, da dürfte aber Offroad dabei sein. Genau, Offroad will ich fahren, genau. Perfekt. Autothemen haben wir ja schon. Offroad, Renneinstellungen. Ja, lassen wir euch so. Dann lassen wir euch den Rest so, wie es ist. Passt. Und der Rest passt mir auch so. Genau, das fahren wir. Da dürfte ich nämlich den Raptor fahren. Genau, da haben wir ihn doch. Perfekt. So, weil den wollte ich ja fahren. Wenn wir das Spiel sagen, den fahren wir jetzt Classic Muscle und ich sage so nein, dann sage ich auch nein und wir fahren einfach das, worauf ich Bock habe. Das ist nämlich das Geile an Forza Horizon 3, dass du einfach, dass du einschenken kannst, wie du Lust drauf hast. Das ist schon echt ziemlich, ziemlich geil. So, wollen wir gucken, was er taugt. Genug Beleuchtung haben wir, wie gesagt. Da haben wir jetzt echt, also da könntest du ganz gut Party mitmachen. Wie gesagt, da leuchtet so jedes Wohnzimmer hier in ganz Australien. So, machen wir mal Attacke, ein bisschen schieben. Ich hoffe, wir haben, leistungstechnisch sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt. Da ich das von Shelby getunet, das hat das Ding ganz gut Wumms unter der Haube. Da werden wir also den nötigen Spaß mit haben. Warum läuft nicht meine Musik, ne? Jetzt geht's wieder, sehr gut. So, schauen wir, was wir hiermit leisten können. Ich bin ja nicht so der Fan von so fetten Pickups, der ist einfach der Untersteuerung bekloppt. Ja, komm. Schön reinhalten, dann können wir uns ein bisschen anlehnen. Wir haben eine fette Kiste, das soll jeder andere auch wissen. Schön viele aus dem LBN Club hierbei, sehr geil. Das freut mich, dass das Spiel so viele von euch eben in die Spielrennen mit reinpackt dadurch, dass ihr in dem Club seid. Das ist echt geil, dass ihr ein paar Namen dann von euch auch mal in den Rennen sieht. Na komm, mal auf die Gans zu lehnen. Kommen wir gut durch, also dafür drei Runden rennen hier, dritter jetzt schon. Also ich würde mal schon sagen, der Raptor geht nicht so verkehrt ab, der macht schon gut Dampfer. Wir hatten ja schon bei vielen Rennen mega Probleme gegen die Gegner, aber der Raptor, der macht schon was her. Sieht halt echt geil aus. Der Farbton ist halt echt sexy hier. Mit der Zusatzbeleuchtung sowieso. Moin dann. So, den Sieg holen wir uns hier auf jeden Fall. Da lasse ich gar nicht drum reden hier. Kein Jeep, den kicke ich einfach aus dem Weg, wenn er nicht Platz machen will. Komm her, Kollege. So, machen wir zusammen den Sprung, habe ich gehört. Können wir den großen Vergleich an, Alter. So, danke. Oh, wow, was war das denn, Alter? Die Bordsteinkarte hat mir komplett die Hinterachse gerade weggehauen. WTF. Das kam unerwartet. Es wird sogar Tag, geil. Das ist eine schöne Strecke. Natürlich eher weniger mit den Fahrzeugen hier, weil die an sich einfach zu groß sind, muss ich echt schon fast sagen, hier für die. Ja, steht die Ballerste eher hier durch die Sanddünen als hier auf so einem kleinen Track. Aber der Raptor tut trotzdem gutes Werk hier. Das Wasser. Man sieht bei dem, bei solchen Wasserläufen einen echt krassen Unterschied zwischen solchen Sportwagen und dann den wirklichen Offroad-Fahrzeugen, weil die werden hier kaum abgebremst, die juckt so ein Wasserloch bis in so einen Fluss überhaupt nicht. Wenn du mit einer Lamborghini durchballerst, Alter, der wird so krass ausgebremst. Das hat echt schön gemacht, dass die Offroad-Fahrzeuge wirklich so ein schön unterschiedliches Fahrverhalten von normalen Fahrzeugen haben. Das war bei Forza Horizon 2 noch nicht so stark ausgeprägt. Das
haben sie hier aber echt gut hinbekommen. Das ist mir richtig, richtig gut. Das sehe ich aber nicht so, Kollege. Das kannst du mal klicken, dass du jetzt eben durchziehst. Scheiß. So, schön eng gefahren, jetzt einfach breit machen, dann kann er mich kreuzweise noch was überholen angeht. So. Erstmal vor Dreppler gefahren, direkt ein Sieg. Ja, ich muss sagen, der Wagen gefällt mir. Ist nicht verkehrt. Warum die Lichter gerade komplett gelb waren, ist eine andere Sache, aber das ist einfach so. Ja, schon wieder gewonnen. Aber eigentlich war das ein Gemeinschaftssieg von uns. Nein, war's nicht. Hör auf. Krass, wie viele von euch dabei sind. 1, 2, 3, 4 Leute. Nicht schlecht, nicht schlecht. Freut mich sehr, dass das Spiel dann doch so einige aus dem Club immer mit reinnimmt. Die leuchten aber extrem gelb, die Scheinwerfer. WTF. Bei EP wieder. Und für einen schönen Wheelspin gibt's noch. Mal gucken, was es jetzt gibt. Komm, gib mir einfach Geld, reicht mir. Oder vielleicht ein geiles Auto. Oder 20.000 Credits. Gut, das ist jetzt nicht wirklich was. Aber ein Fenster soll es auch wieder geben. Sehr schön. Und ja, ich würde mal sagen, auf jeden Fall in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall das nächste Schaurennen fahren, weil da werden wir das auf jeden Fall freischalten. Das dürfte kein Problem sein. Das dürften wir auf jeden Fall in der nächsten Folge freischalten. 600.000 Fans werden wir dann machen und dann würde ich sagen, bin ich aber jetzt raus für die heutige Folge hier bei Let's Play V23. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da und dann geht es nächstes Mal wunderschön zu einem Schaurennen hier in Australien. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nur irgendwas gehört von Booten und sowas, von Booten. Das könnte sehr lustig werden und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da und dann wäre ich raus und bin bei der nächsten Folge wieder. Wow. Okay, jetzt habe ich jetzt den Raptor aufs Dach gelegt. Geil. Gut, ich wäre raus. Haut rein. Bis dann. Ciao.